Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Sonic the Hedgehog 2. Ein Let's Play oder ein Let's Test, das werden wir sehen. Wir werden jetzt erstmal hier auf Spielen klicken und dann Let's Go. Was ist das hier? Sieger sein, kenne ich gar nicht. Was ist das? Klicken wir mal drauf. Ach so, ja, nee, nee, nee. Gut, wir spielen jetzt einfach dieses Spiel. Sonic Sega Sonic Hedgehog 2 habe ich noch nie gespielt, da seht ihr es. Deswegen beginnen wir einfach mal ein neues Spiel, noch nie probiert. Und ich bin sehr gespannt, wie es so fürs uns funktioniert. Wir nehmen Tails, weil Tails ist einfach cool. Und jo, mal schauen. Sonic the Hedgehog 2 soll ja sehr beliebt sein. Sonic the Hedgehog 3 am beliebtesten. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel so ist. Aus 1992. Was? Nicht die Green Hill Zone? Aber die sieht ähnlich aus. Okay, Tails kann ähnliches wie Sonic. Würdet ihr eigentlich die Green Hill Zone mal in einem Mario 3D-Game spielen? In Mario Odyssey zum Beispiel? Das wäre doch mal was, oder? Das würde ich feiern. Würde auch niemand sich beschweren, wenn Mario so langsam läuft. Was macht der? Okay. Ich muss mich hier erstmal auskennen. Ich habe das Spiel noch nie gezockt. Ist also für mich komplett blind. Beziehungsweise ich kenne die zweite Zone. Irgendwas mit Casino, ne? Nice, nice, nice. Junge, genau. Wollen auf jeden Fall nicht verrecken. Ja, und in Sonic and Knuckles gibt es ja noch die Mushroom Hill Zone. Genauso in Sonic 3 and Knuckles. Das ist ja dann nochmal so eine andere Version. Auch ziemlich cool gemacht. Gehen wir erstmal den ersten Akt durch. Emerald Hill Zone 2. Let's go. Oh, wartet. Ja, ist okay. 15%. Ich zocke mal wieder zu viel, ich weiß. Ui! Boom. Okay, Boomer. Oh, ist das schnell! Na ja, gut, er war schnell. Ach, Tails macht so viel Fun, ey. Die Digga, wie schnell der durchs Level rusht. Das ist jetzt Highspeed. Wisst ihr, in welchem Spiel die Zone wieder auferlegt wurde? Uff. Ich weiß es jetzt nicht. Uff, da war jetzt ein bisschen Fail drin. What? Was mache ich denn? Okay, wenn es so weitergeht, wird das doch nur ein Let's Test, weil ich krieg ja nicht mal die erste Zone hin. Ich finde Sonic immer. Ich finde Sonic schon immer nicht easy. Mir liegt Sonic einfach nicht in der Art und Weise. Ich finde Sonic nicht easy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Sonic gar nicht so easy. Ich bin auch mit dem Spiel ja nicht aufgewachsen. Muss ich jetzt von vorne beginnen? Nee. Act 2. Dann bin ich ja beruhigt. Dann ist es ja halb so wild eigentlich. Okay, jawohl, schneller, schneller, schneller. Uiuiui, der wird jetzt aber richtig schnell. Ja, das Spiel ist auch sehr leicht zum Speedrun, glaube ich. Richtig funny. Wow! Blödes Viech, ey. Ach, Unverwundbarkeit, sehr geil. Mit Spin Dash. Brauche ich wieder genug Anlauf, um da hochzukommen. Aber warte, was ist da oben? Ah, warte mal. Das will ich mir da oben mal anschauen, genauer. Da komme ich ja gar nicht mehr rein. Na, was soll's. Ja, die restlichen Wege könnt ihr euch dann anschauen. Oh, man.
Oh Gott, jetzt kommt der Boss. Du bist aber wirklich nicht schwer. Oh! Ich sag lieber nichts mehr. No! Ich sag lieber nichts mehr. Aber ich habe ihn besiegt. Sehr leicht. Sag dich doch. Komm her, komm her. Da kommst du wohl her. Ja, den einen Weg, den habe ich jetzt leider nicht nehmen können, aber was soll's. War cool. So. Jetzt sind wir in der Chemical Plant Zone. Schon! Gibt's da nur zwei Akte? Chemical Plant Zone habe ich gesehen im Let's Play von LPM in Sonic Generations. Also so ein bisschen kenne ich diese Zone schon. Aber nur ein bisschen. Die sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich freue mich auf die Casino Zone. Die habe ich nämlich auch noch gut im Kopf. Vom 3DS-Teil von Sonic Generations. Yes! No! Was ist das für eine Wurst? Für einen Wurm. Okay. Oh, die Musik ist geil. Und dadurch. Das ist ja hier richtig Maschinenwelt. So richtig Robotik. Mäßig. Ja gut, passt zu Eggman, ne? Eggrobotik, Egg. Noch diese Welt hier. Ich glaube, ich gehe gerade komplett den falschen Weg oder muss ich hier runter? Falls ich da nicht schon mal war. Anscheinend nicht. Sehr gut. Das war easy. Das war easy. Also mir liegt diese Zone, glaube ich, besser als die Marble Zone. Wir schaffen es in Sonic 2 auf jeden Fall weiter als in Sonic 1. Yay. Hoffentlich. Junge! Okay. Wo geht das hier schnell runter? Alter, mir gefällt Sonic 2 richtig gut, muss ich sagen. Das ist ja richtig nice gemacht. Wow, nicht zerquetscht werden, wenn das überhaupt möglich ist. Das erinnert mich auch ein bisschen an Kirby so. Sonic und Kirby sind sich so ähnlich von dem Weltenaufbau. Sind halt einfach was anderes als Mario Brothers, ne? Ganz andere Weltenthemen. Ich meine, solche Welten gibt es ja auch in Kirby manchmal. Da gab es ja auch schon Casino-Welten und so weiter. Ich meine, Kirby Planet Robobot zum Beispiel. Kann ich auch mal den Charakter wechseln? Ich würde gerne mal Sonic spielen. Oder geht das nicht? Ne, man hat sich von Anfang an entschieden, ne? Na, was soll's. Und wir müssen da hoch. Yay! Yeah! Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, ne, ist ein Checkpoint. Doch, doch, die Zone macht richtig Spaß. Die macht richtig Fun. Sonic 2 gefällt mir so viel besser als Sonic 1, muss ich sagen. Tatsache. So. Das ist ja richtig nice gemacht. Junge, Junge, Junge. Boah, Junge, wie schnell das ist. Heftig. Unglaublich, dass so ein Spiel in den 1990er Jahren schon möglich war. Oh! Was ist das jetzt? Schwimmen. Ah ja.
5, 4, 3, 2, 1. Ach so, die. Die explodiert, die Firma. Das war, glaube ich, irgendwas mit Chemie. Also, wenn wir da jetzt länger noch drin geblieben wären, wären wir tot gewesen. Now, now. Sehr gut. Wartet. Yay! Alter, die Zone ist richtig nice. Die ist einfach nur genial. Und da ist auch schon wieder der Boss. Was? LOL? Video endet hier. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen dann im zweiten Part das Ganze nochmal an.